Liebe Anlegerinnen und Anleger, an den Finanzmärkten geht es momentan wieder etwas mehr rund. Nachdem wir monatelang eigentlich nur einen Aufwärtstrend gesehen haben, ist jetzt wieder eine gewisse Unruhe zu beobachten. Insbesondere zwei US-Banken und deren Pleite sorgen für Verunsicherung am Markt. Und das sorgt dafür, dass jetzt Charttechnik immer wichtiger wird. Dass Anleger sagen, da habe ich so ein bisschen einen Anhaltspunkt, wenn es fundamental mal in die eine oder andere Richtung geht und man nicht so recht weiß, long oder short. Und Martin Utschneider, unseren Experten für Charttechnik, kennen Sie alle. Jetzt sind wir am Rande der Invest, lieber Martin. Und aktuell ist es ruhig, wir haben Zeit für ein Interview. Charttechnik wird immer wichtiger, habe ich gesagt, weil es eben doch unruhig ist am Markt. Genau, also die Charttechnik ist ja, ich sage immer, ich bin, klar muss ich das sagen, weil ich bin ein riesen Fan der Charttechnik, aber sie ist einfach, sie gibt ein Regelwerk, sie gibt Halt, sie gibt Orientierung. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen hier, Silicon Valley Bank geht quasi insolvent, dann ist die Unsicherheit da. Der Nasdaq steigt plötzlich wieder. Kann man fundamental gerade überhaupt nicht erläutern, nicht ansatzweise erklären. Und die Charttechnik ist nicht die Glaskugel. Es ist auch nicht das, dass ich jetzt oder dass wir dadurch wissen, was in 3-4 Wochen passiert. Aber wir können uns orientieren. Und beim Nasdaq, will jetzt gar nicht groß vorgreifen, auf den kommen wir noch, ist zum Beispiel ein Breakout aus dem Abwärtstrend erfolgt, den keiner fundamental erklären kann, aber es passiert. Und die Charttechnik hat uns vorher schon ein bisschen die Indikation gegeben. Und beim DAX ist es im Moment eben gerade ähnlich. Also Charttechnik ist ein Mosaiksteinchen fürs große Ganze. Die Fundamentalanalyse hat ihre Berechtigung, die Quantanalyse, aber eben halt auch die technische Analyse als dritter, ja, Mosaikstein, sage ich. Ja, die Kombination macht es aus. Natürlich fundamental immer wichtig, auch vielleicht ein bisschen mittel- bis langfristig gesehen. Mhm. Aber gerade für die Trader ist natürlich, wer kurzfristig agieren möchte, ist da sehr gut aufgehoben. Den DAX hast du angesprochen, da ging es monatelang nur nach oben. Jetzt ist aber doch eine gewisse Unsicherheit da. Wie viel Porzellan wurde zerschlagen? Ja, ich kann mich erinnern an ein Interview von uns beiden auch, wo ich immer gesagt habe, hey, 15.700, bitte keine Kaufpanik. Also dieses Wort, bitte keine Kaufpanik. Das heißt, bei 15.7 wurden dann plötzlich alle nervös, hatten Angst, nicht dabei zu sein und jetzt muss ich rein. Und dann kommt der Black Swan, das unerwartete Ereignis, Silicon Valley Bank. Und wir stürzen auf unter 15.000. Wir stürzen knapp 1.000 Punkte nach unten. Und jeder sagt, oh Gott, das ist die Charttechnik, das ist Trendanalyse zu sagen, hey, es geht jetzt mal bis hierhin und nicht weiter. Das heißt nicht, dass der DAX nicht kaufenswert ist. An der Börse spricht man von Preisen. Fundamentalanalyse spricht von Werten. Und an der Börse werden immer Preise gehandelt. Und nicht jeder Preis hat seinen Wert. Und das sehen wir gerade im Moment. Was hat sich denn geändert? Fundamental, global, innerhalb von 2 Wochen? Nichts. Es ist eine Regionalbank ging insolvent. Natürlich kommt jetzt der Rattenschwanz, Credit Suisse hat Probleme, ja, und jetzt kommt die Unsicherheit. Und Charttechnik ist in erster Linie kein Luftschloss bauen, keine Kristallkugel. Es ist eigentlich Risikomanagement nach oben, um nicht zu teuer zu kaufen, aber auch nach unten, um seine Stops zu kennen. Und das sehen wir im Moment ganz konträr im DAX und im Nasdaq. Wir sehen im DAX im Moment eine ganz große Unsicherheit und wir sehen Marken, die verletzt wurden. Und deswegen heißt es jetzt im Moment absolute Vorsicht. Wie sieht es bei den US-Indizes aus, die ja nicht so stark gestiegen sind wie der DAX in diesem Jahr? Genau, da hatten wir ja auch sowas. Das habe ich noch nie erlebt über so einen langen Zeitraum, dass wir den Amis davonlaufen. Normalerweise ist es immer andersrum. Die Amerikaner laufen und die Deutschen. Genau, sind aber wenn dabei. Dann die Amerikaner husten, dann haben wir Grippe. Haben wir eine Influenza. So, und das ist genau der Punkt. Die Amis haben, der DAX ist in einer Höhe gewesen, 15.700, fundamental, quantitativ eigentlich nicht zu rechtfertigen und die Fallhöhe war groß. Die Fallhöhe war größer als bei den Amerikanern. Es kommt bei den Amerikanern plötzlich die Pleite einer Regionalbank und wir fallen 1.000 Punkte. Die Amis steigen in so. Also der Nasdaq hat per gestern seinen Abwärtstrend verlassen und jeder denkt sich wieder, ja, wie begründe ich das? Ja, begründen kann es keiner, aber an den Charts kann man es gut ablesen, kann vielleicht auch vorher sagen, hey, bei dem Punkt kaufe ich. Und ja, der Dow Jones hat ein bisschen ein konträres Bild zum Nasdaq. Der Dow Jones hat ein charttechnisches Rechteck verlassen, mummelt sich irgendwo ein, ist aus dem Trend immer noch heraus. Entscheidender ist der Nasdaq 100. Der Nasdaq hat seinen Abwärtstrend verlassen, ist bei knapp 12.400 nach oben geschossen und die markttechnischen Indikatoren sind auch positiv. Also wir sehen im Moment im amerikanischen Markt eine Stabilisierung, um den es ja eigentlich geht mit der SVB-Bank. Aber im DAX ist jetzt gerade große Angst, man sagt immer so schön, der Deutsche, wenn er
keine Aktien hat, hat er Angst, sie steigen. Das haben wir gesehen bei 15.700. Dann sind noch viele blind rein. Und wenn er sie hat, dann hat er Angst, sie fallen. Und das sehen wir jetzt auch. Jetzt ist die Angst da, Verluste zu machen. Und im Moment ist es im DAX ganz, ganz tricky, weil die 14.980 unterschritten wurden. Und wir haben momentan wirklich gerade ein Problem, wieder in diesen Aufwärtstrend des DAX zurückzukehren. Also hier Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der Nasdaq gibt zwar jetzt so eine kleine Indikation, dass es nach oben gehen kann, aber der DAX ist nach wie vor aus seinem November-Aufwärtstrend ausgebrochen, und zwar nach unten. Die Notenbanken spielen eine Riesenrolle. EZB, FED. Die Frage, wie weit geht es mit den Zinsen nach oben? Die EZB hinkt so ein bisschen hinterher. Bei der FED sagt man wahrscheinlich noch einen Schritt und dann ist Schluss. Also Euro-Dollar spannend, je nachdem, wie sich auch das Zinsverhältnis verändert. Wie sieht es da aktuell aus? Auch da hat man so ein Phänomen. Anfang des Jahres waren wir bei 1,09. Das war das technische Verlaufsziel. Und dann, wusch, schießt es nach unten. Warum, weshalb? Fundamental hat sich auch nicht groß was geändert. Geopolitischen Risiken sind genauso groß. Aber man hat plötzlich gemerkt, okay, da sind technische Verkaufssignale, da wird Risiko rausgenommen. Und dann kam natürlich jetzt dazu, dass die US-Fed eine andere Sprechweise hat, vielleicht noch vor ein paar Monaten. Und die EZB jetzt angehoben hat, die Fed jetzt noch dazukommt. Und man aber davon ausgeht, wie du sagst, Conny, dass die Fed gar nicht mehr so massiv erhöht, weil sie gleichzeitig das Problem der SVB-Bank hat. Also, ja, das belastet. Das tröstet ein bisschen aufs Tempo. Das tröstet aufs Tempo, aber jetzt kann man sagen, na gut, dann wird die FED ja nicht so hoch erhöhen, wie sie es vorher vorgehabt hat. Dann sagen aber die anderen, ja, aus der Not heraus. Also das, was vorher gut war, nicht so restriktiv zu agieren, von der Argumentation her, gut für den Aktienmarkt, ist jetzt schlecht, weil man es aus der Not heraus macht. Man kann sich keine höheren Zinsen mehr leisten, weil plötzlich dann weitere Banken pleiten gehen. Also man ist jetzt genau wieder in dem, wie argumentiert man es fundamental, wie argumentiert man es quantitativ, tut man sich schwer, dann orientiert man sich halt an den charttechnischen Marken, die zumindest dann ein gewisses Regelwerk und eine gewisse Sicherheit bieten. Ja, also ich denke, die FED, die hat es momentan nicht einfach, und wir werden es natürlich immer beobachten. Und schön ist wirklich immer die Argumentation. Argumente, die vor einigen Wochen galten, werden dann ganz schnell ins andere gedreht. Da kann Charttechnik durchaus hilfreich sein. Was sagst du dann beim Bitcoin? Up and away. Im Herbst dachte jeder, das war's mit den Kryptowährungen. Krypto-Herbst. Und jetzt? Ja, jetzt ist genau das totgesagte Leben länger. Also ich glaube, es war auch bei euch, bei der Börse Stuttgart, da hieß es auch mal, jetzt der Bitcoin ist tot. Und da sage ich, na, er liegt mit Schädel-Hirntrauma und zwei Beinbrüchen auf der Intensivstation, aber er lebt. Und genau das war der Bitcoin. Er ist nicht unter die 15.000, er ist nicht unter die 14.000, er hat sich auf der Intensivstation erholt, ist über die 25.200 gestiegen, hat jetzt ein Gap vor Augen, ein Gap, das läuft ungefähr bei, ich sage mal, rund 29.000. Da ist die kurzfristige Sichtweise jetzt in die Richtung. Aber der Bitcoin ist natürlich das Spiegelbild menschlicher Emotionen. Von hellauf begeistert zu Tode betrübt, das erleben wir innerhalb von Tagen. Und gerade beim Bitcoin, ich bin alles andere als einer, der sagt, der Bitcoin ist super, Krypto ist super, Blockchain ist super, aber gerade beim Bitcoin, da tut man sich halt schwer, fundamental, quantitativ was zu greifen. Kein innerer Wert, kein Substanzwert, kein Ertragswert. Da steht's und fällt's mit den technischen Marken. Und wir sind über der 25.176 sind es genau, also die 25.2, die testen wir heute auch wieder. Wenn er da drüber bleibt, geht es jetzt Richtung 28, 29, da ist ein Gap-Closing. Wenn er das closed, dann ist es Comeback da, aber er bleibt hochvolatil und die Indikatoren sind auch nach wie vor bestenfalls neutral. Also überordnete Euphorie wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Also immer Vorsicht, muss man ja fast schon sagen. Also wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, beim DAX sagst du, aufpassen, könnte spannend werden. US-Indizes, schwierige Wochen mit der FED. Bei Bitcoin aufpassen, also es wird spannend in den nächsten Wochen, muss man sagen. Aufpassen, was da so auf uns zukommt. Hätte auch keiner Anfang des Jahres gedacht. Ne? Eitler Sonnenschein, keiner dachte, dass aber irgendwann ein schwarzer Schwan wieder unterwegs ist. Das war, wenn die Euphorie zu groß wird, die Gier zu groß wird. Ich würde jetzt auch gerne hier in die Hallen gehen und allen sagen, hey, kauft alle nur Aktien, kauft nur Bitcoin oder was auch immer. Es wird alles toll. Das wäre ja viel schöner, als jetzt zu sagen, hey Leute, passt mal auf. Aber genau das ist es. Anfang des Jahres Euphorie, großes Vergessen der Risiken, und das ist eben auch die technische Analyse. Man meint immer, technische Analysten, das sind so Nerds, die sitzen und traden wie die Wahnsinnigen. Nein, wir schauen in erster Linie nochmal nach den Risiken, setzen unsere Reißlinien, und da sagen wir,
da sichern wir uns ab. Technische Analyse ist eigentlich Angsthaseninvestment. Ja. Da habe ich jetzt auch was gelernt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Angsthaseninvestment. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Auch eine nette Bezeichnung für das Thema Charttechnik. Lieber Martin, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich sage dir danke. Viel Spaß noch auf der Invest und danke fürs Interview.